liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drive and Talk. Lang hat's gedauert. Nach über einem Jahr. Wieder eine Drive and Talk Folge. Wir haben uns einen perfekten Tag ausgesucht. Mein Auto sagt 35 Grad. Ich habe eine nicht funktionierende Klimaanlage. Es ist toll, alles toll. Wir fahren auf jeden Fall mal kein deutsches Auto mehr. Wir fahren mit einem Mazda 323 FBJ. Das war, glaube ich, die Typenkennung. Baujahr 99 mit knappen 90 PS. Sportlich 90 PS. Ja, ist brachial. Ja. Wann hast du das Auto gekauft? Mit ungefähr 17. Das sind 9 Jahre, Digga. Alt. Aber das ist dein erstes Auto noch. Ja. Muss man echt sagen. Ich habe mein erstes Auto nicht so lange behalten. Da kommen wir dann auch eigentlich zu den technischen Veränderungen, oder? Weil bis ich 18 wurde, haben wir dann alles verändert an der Karre. Mein Dad nicht. Das ist jetzt auf jeden Fall was anderes, wie jetzt zum Beispiel bei meinem BMW. Wir reden da nicht über Leistungstuning oder Fahroptimierungstuning. Du hast hier einfach einen riesen Subwoofer hinten eingebaut. Und andere Felgen. Andere Felgen, okay, das ist aber was anderes. Schon eine technische Veränderung. Größere Räder, ne? Ja. Also riesig. 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 16 Zoll. Ja, ja. Wow. Ja. Das ist krass. Ich weiß gar nicht, kann man auf dem 18 Zoll fahren? Ja. Aber man merkt zum Beispiel, wir sind jetzt hier in der Stadt unterwegs und eigentlich ist volles ruhige Fahrverhalten. Ja, so, absolut. Hier ist eigentlich voll entspannt. Denk an den Blitzerbruder. Oh ja, danke. Um auf die technischen Veränderungen Punkt für Punkt zu kommen. Ich habe eine andere Hutablage aus Holz hinten reingebaut, 2 Lautsprecher reingemacht, dann Subwoofer hinten reingebaut, natürlich einen Kondensator noch dazu, klar, anderes Radio. Bei so einer Kiste hast du da schon mal ein Originalradio noch jetzt drin gesehen. Nein. Also entweder ist kein Radio drin oder ist es halt irgendwas anderes drin. Ne? So. Ja, aber auch noch schön oldschool Einbiegenschacht, kein Display. Oder warum hält der an? Weil da, what the fuck? Da ist doch kein Auto gerade lang gefahren. Nein. Ich glaube, der sollte mal mit unserem Podcast reinkommen. Ja? Weil Ölspurbeseitigung. Ach du Scheiße. Großer Gott. Der kann dann den ganzen Dünnpfiff aufräumen, den wir dann verzapfen im Podcast, weißt du? Glaube ich, wir rechts. Aber jetzt haben wir ihn hinter uns gelassen. Und die brachiale Leistung hat man gespürt, oder? Ja, das war schon krasser. Die Schweißperlen sind nach hinten geflossen. Ja. Komm, ich komm halt. Ja, ja. Eine Sache ist mir noch eingefallen. Ich habe noch LED-Leisten im Auto verbaut. Ja. Eine im Kofferraum und eine direkt hier hinten im Fond. Geht aber, glaube ich, auch nur an, wenn du die Tür aufmachst. Genau, nur wenn man den Kofferraum aufmacht. Und die leuchten blau. Passt aber auch zur Innenreinrichtung. Dieses Auto sieht auch so oldschool aus. Also hier drinnen, Digga, dieser Teppich, Alter, der erinnert mich an Oma. Hallo? warte, welcher Teppich? Was? Ah ja, guck dir das doch an. Das ist ein hochmodernes Muster. Das wird wieder modern jetzt. Nee, das war immer modern. Nee, das wird jetzt wieder modern. Also wir haben hier eine ganz spezielle Designsprache in dem Auto. Ja. Außen blau, innen graublau. Ja, ich verstehe. Ansonsten, was mir noch einfällt, ich habe gestern eine blaue Innenraumbeleuchtung gekauft. Gestern hast du das gekauft? Gestern habe ich es gekauft. Ernsthaft? Ja, liegt noch hier in der Türtasche. Dann habe ich noch neue Kennzeichenbeleuchtung gekauft, weil die sind halt pissgelb. Und ansonsten noch eine kleinere Antenne, damit es ein bisschen moderner aussieht. Ja, die kleine Haifischflosse, ne? That's it. Wobei ich sage, hört ihr eigentlich noch Musik, Radio? Also, nein, hört ihr eigentlich noch Musik? Hört ihr eigentlich noch Radio im Auto? Ich persönlich höre eigentlich nur noch Spotify. Ich nutze kein Spotify im Auto. Verrückt, ne? Ich habe noch USB-Stick und da lade ich ständig neue Lieder drauf. Ja. Wie sieht's aus? Positive, negative Dinge. Was ist denn besonders positiv an diesem Auto? Was hat dieses Auto, was andere Autos nicht haben? Der Einkaufspreis. Einkaufspreis natürlich unschlagbar, ne? 350 Euro für die Kiste. Die Kiste lief mit 350 Euro, ne? Ja, nichts musste erneuert werden, außer die Lichtmaschine, weil die Alte hat dann irgendwann den Geist aufgegeben. Ja, ich kann mir jetzt auch gar nicht vorstellen, warum. Warum? Wie Es sind nur 2 kW im Kofferraum. Ja, es sind bloß 2 kW. Was? Hallo? Das ist ja keine Mehrleistung, ne, Leute? Positive Dinge. Ganz klar Fahrgefühl. Es hat so eine leichte Go-Kart, so ein leichtes Go-Kart-Feeling. Ja, kann ich verstehen. Hier muss auf jeden Fall ein Sportfahrwerk drin sein, und Mazda selber. Ich habe auch schon welche gesehen, die höher waren. Ich liebe die Schaltung in dem Auto. Richtig knackig und kurze Wege. Anderen Schaltknüppel von Momo oder sowas? Ja, auf jeden Fall. Wäre schon geil, ne? Ich lieb's, wie schwer die Lenkung geht. Cool. Ich mag, wie übersichtlich alles noch damals war. Das Auto ist an sich eigentlich sehr klein, aber du fühlst dich nicht eingeengt hier, finde ich. Ich meine, wir sind jetzt beide nicht dünn, ja? War das gerade Bodyshaming? Ja, also. Wir zwei Brunskerle, Strongmans, Alter. Ne, mal guck uns an hier, ne?
Ich würde gerade gern gegen einen Baum fahren. Das hat Golfgröße und man hat mehr als genug Platz. Was war denn der Vergleichsgolf? Golf 3. Und es war definitiv fortschrittlicher als ein Golf 3. Also wie ein Golf 3 ist es auf jeden Fall fortschrittlicher. Und es sieht auch moderner aus wie ein Golf 3, sind wir ja. mal ganz ehrlich. Und das hier ist vor Facelift. Ja, das ist schon krass. Ne? Fällt dir noch irgendwas außergewöhnlich Geiles an bei diesem Auto? Man kann alle Sitze umlegen. Das ist tatsächlich cool. Was du den ja dann alles noch befördern könntest, brauchst du eigentlich kein Kombi mehr, ne? Absolut. Also so für den Alltag ist eigentlich richtig gut, ne? Ansonsten negative Punkte. Das Lenkrad. Ein riesiges Buslenkrad. Also wenn du dir überlegst, dass du das Ding auch in der Stadt fährst, bist du eigentlich nur noch am Rudern, ne? Ja, ständig. Hinten in den Türen kann man auch Lautsprecher reinmachen. Wenn man da aber welche reinmacht, dann passiert da schon mal gar nichts. Es läuft alles. Außer man fährt über unebene Straßen, weil dann bricht der Kontakt und alle Lautsprecher gehen aus. Also gerade auch für das HiFi-Thema ist hier dann viel zu machen eigentlich noch. Ja. Negative Punkte. Es ist sehr schwierig, hier was zu finden. Luftfeuchtigkeit ist irgendwie, warum auch immer, ein riesiges Problem seit Jahren. Aber das würde wahrscheinlich an den alten Gummidichtungen liegen, oder? Ja, gut möglich. Die Gänge sind ein bisschen kurz übersetzt, um zum Beispiel auf der Autobahn easy zu fahren. Weil wenn man so 130, 140 fährt, so angenehme Reisetemperatur. Angenehme also, Reisetemperatur. Temperatur. Ja. 31 Grad finde ich jetzt nicht besonders angenehm, aber... Nein, Digga. 130, 140 fahren, so zwischen 4.000 und 5.000 Umdrehungen, das macht halt gar keinen Spaß. Kein richtiger Allrounder, sondern wirklich, fahr mal zur Arbeit, fahr mal zum Einkaufen und so, ne? Oder man will heizen gehen auf bergiger Straße. Ja. Es fehlt zwar Leistung, aber das Auto liegt echt gut auf der Straße. Warum sind die Ampeln in Deutschland an der Kreuzung? Ja, nicht gegenüber. Warum nicht gegenüber, Alter? Wie in Amerika. Das macht so gar keinen Sinn, ne? Richtig. Immer musst du wie so ein Idiot rüber gucken, Alter. Es ist so dumm. Mit 46 fahre ich ein Stückchen schneller rum, aber auf jeden Fall. Vom Prinzip her ist es trotzdem eine krasse Geschwindigkeit, dafür, dass der 100 PS weniger hat und kein KW-Fahrwerk drin ist. Ich glaube, man könnte mit dem Auto actually ganz gut anfangen, Nordschleife zu lernen, oder? Bestimmt. Es ist leicht, es ist billig, es ist easy umzubauen. Da habe ich noch einen negativen Punkt. Man hat Stehbolzen bei den Rädern. Spurplatten sind nicht einfach mal so easy drauf zu machen. Vielleicht kennt sich da jemand sehr, sehr gut aus, ob man das umbauen könnte. Ich glaube, da ist einfacher, längere Stehbolzen einzubauen. Ich weiß es nicht, was da jetzt einfacher ist. Da muss mal ein Tuning-Experte her. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber prinzipiell würde ich trotzdem sagen, auf der Notchschleife könntest du das eigentlich voll gut machen. Ich meine, diese Dinger gab es auch mit einem 2 Liter mit 131 PS. Ja, voll. Also die Ausstattung hier wiegt 1100, 1200. Der BMW ist 400 Kilo schwerer. 400 Kilo ist halt echt viel. Ja, der hat's aber eilig, Bruder. Ja, wir fahren 100. Es ist 100 erlaubt. Und, alles klar, Bruder. Wir sind nicht auf Autobahn. Wir sind auf Autobahn. Das, ganz ist, klar. Das ist nicht die Gegenspur, das ist die Rechtsspur, die Linksspur. Ist das wieder ungewohnt? Ich krieg jetzt schon das Grausen wieder mit dieser Kupplung. Das Ding ist, ich fahr ja auch so selten mittlerweile Schalter. Gottes Willen. Und dann kommt die Kupplung immer so ultra spät, muss ich mich immer rantasten. Boah, Alter. Die Kupplung ist so weit hinten. Ich komme da echt nicht drauf klar. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, ne? Ja, Leute, also ihr habt mitbekommen, dass wir Fahrradwechsel gemacht haben. Alltagstauglichkeit von dem Auto. Wirklich gut. Man muss jetzt wirklich sagen, für was kaufst du das Auto, wenn es wirklich für den Alltag ist? Du willst mit dem Auto nicht reisen, du möchtest wirklich nur im Alltag fahren. Geiles Auto. Geiles Auto. Spritverbrauch, ich komme nie über 8 Liter. Das ist halt crazy as fuck, Alter. Für ja. Baujahr 99. Ja, abgesehen von Autobahn. Man fährt eine Stunde Autobahn, so 60% von der Tacho. Oh Mann. Vorhin war es die Temperatur, jetzt ist der Tacho. Vom Tank einfach weg. Wenn du zur Arbeit nicht über die Autobahn fahren musst, dann ist es eine Empfehlung. Ja. Das passiert hier eigentlich schon wieder. Wir haben einfach einen Berg auf die Straße gebaut. Ja. Also für mich eigentlich das negativste, größte Negativpunkt ist die Kupplung, Alter. Ich komme mit dieser Kupplung in diesem Auto einfach gar nicht zurecht. Das ist wirklich
fast Kryptonit in dem Auto. Und jetzt ging es gerade voll. Ja. Weil das ist nicht sogar die erste Kupplung? Ja. 174.000 mit der ersten Kupplung ist schon brutal. Aber sie greift noch. Klar, sie kommt spät, man gewöhnt sich dran. Sie ist noch nie durchgerutscht. Schon gut. Ja. Sie haben aus einem negativen Punkt einen positiven Punkt gemacht. Das ist auch scheiße. Positives Mindset. Positives Mindset. Das ist nur Mindset-Denken. So bist du reich. Komm in die WhatsApp-Gruppe. Mensch, letztes Mal lag hier ein Baum auf der Straße. Ja, das letzte Mal, wo wir hier gedreht haben, war Sturm. Auf einmal. So, jetzt Sturm. Ich würde trotzdem als negativen Punkt aufzählen, dass die Gänge so kurz übersetzt ja, sind. Bin ich bei dir. Okay, warum so schön? Der Kia oder was das war? Was ich auch negativ finde, ich persönlich möchte hier eine Armlehne. Die müsste für mich länger sein. Es ist nicht so wie jetzt Mercedes oder BMW bei mir, wo du drinnen sitzt wie so einem Chefsessel. Ja. Und natürlich hast du in dem Auto auch mehr Plastik verbaut. Aber überall Soft-Touch. Es ist Soft-Touch auf jeden Fall. Ja, gut. Man muss den Teppich halt mögen. Das ist kein Teppich. Ne? Man muss das schon mögen. Das ist Stoff-Interieur. Wie heißt das? Kann man das noch bestellen? Ich hab's gewusst. Wie heißt es denn? Zierleisten. Ja, das sind Stoffzierleisten. Stoffzierleisten. Ja. Ja, ja. Gut. Ich muss dir sagen, Alter, wir fahren jetzt schon ewig durch die Gegend. So viele Bürger sind heute gar nicht unterwegs. Zwar in den anderen Aufnahmen viel, viel schlimmer. Es sind gerade nur zwei unterwegs. Ja. Tatsächlich. Ja, dann würde ich mal schwenken zu den positiven Dingen. Außergewöhnlich positiv an diesem Auto ist tatsächlich auch Fahrgefühl, muss ich sagen. Mir fällt hier beim Fahrgefühl kaum was Negatives auf. Ne? Wir sind hier eben gerade echt ein bisschen schnell durch die Ausfahrt rausgefahren. Ich weiß nicht, ob man das in der Aufnahme gemerkt hat. Wahrscheinlich weniger, weil Kamera. Prinzipiell kannst du schon ein bisschen knackiger fahren. Ist eine geile Sache. Ansonsten eben beim Fahrerwechsel. Alter, das Auto ist 99 gebaut. Wir haben elektrisch verstellbare Spiegel. Vor allem für den Kaufpreis damals. Ich weiß nicht, bei welchem deutschen Hersteller du sowas bekommen hast. Der Motor hat schon dieses Klangbild von früher, also Need for Speed klingelt hier. Bin ich dir ganz ehrlich. Wenn du da jetzt wirklich noch eine schöne Abgasanlage drunter baust, hast du hier wirklich Need for Speed Feeling. Ja, und ansonsten außergewöhnlich positiv. Ich glaube, der Lars hat eigentlich fast, ich würde jetzt tatsächlich wiederholen. Ich würde jetzt das Abschussthema machen. Zukunftspläne. Willst du mit dem Auto noch was machen? Eigentlich schon, willst du es noch umbauen? Ich habe zum Beispiel vor Jahren für die Türen Tief-, Mittel- und Hochtöner gekauft. Ja. Vorne und hinten. Dann habe ich aber bemerkt, dass ich nicht einfach Lautsprecherkabel durch die Türen legen könnte, weil man da bohren müsste. Deswegen habe ich das auf Eis gelegt. Es wäre halt auch nicht unmöglich. Es ist halt einfach scheiße viel Arbeit. Ja, richtig. Vorne noch irgendwo einen Verstärker reinmachen. Sind hier Eifi-Fans dabei? Sind hier wirklich Leute dabei, die auch so auf Anlagen stehen? Würde mich einfach mal interessieren. Hier war halt einfach das Problem, man hat nur unten Platz für Lautsprecher, wo jetzt halt ein 3-Wege-Lautsprecher drin sitzt. Auch kein schlechter, aber es geht immer besser. Cool wäre ein schwarzer Dachhimmel. Dunkelblau würde ich fühlen. Und die Außenfarbe. Der so ein bisschen schwarz reingeht, ja, so in den Themen oder so, ja. Tiefer wollte ich das Auto eigentlich noch legen. Dadurch, dass man keine richtigen Spurplatten drauf bekommt, ob sich ein Fahrwerk lohnt oder ob man einfach Federn macht und damit lebt, wie die Dämpfer halt arbeiten, muss man abwägen. Also die Dämpfer sind ja schon recht hart. Ja, ich weiß nicht, ob das in dem Auto noch stattfindet. Auf jeden Fall einen größeren Subwoofer, weil irgendwann sind 2 kW so high. Ja, sie sind da. Es ist echt so, ne? Ich sitze hier echt selten drin. Aber wenn du dann mal so ein bisschen nur drin bist, dann denkst du so, ja, wär geil. Ne? Hattest du überlegt, mal Bodykit zu ran zu machen? Es gibt so ein Rally-Bodykit für das Facelift-Modell. Müsste hier aber auch passen. Ansonsten ein Sportlenkrad. Es gab von dem Facelift-Modell Sportausstattung und die hatten ein 3-Speichen Lederlenkrad. Es war viel kleiner und hatte in der Mitte ein schönes glänzendes Mazda-Logo. Das wäre cool. Und vielleicht irgendwann ein Doppeldienstag-Radio mit Apple CarPlay, aber... Würde ich tatsächlich sehr fühlen. Bis dahin bleibe ich noch oldschool. Ansonsten, ich bin mit den Felgen zufrieden. Wenn ich es eh tiefer lege, brauche ich keine größeren Räder. Beleuchtung im Innenraum noch, so Ambientebeleuchtung vielleicht. Kleinigkeiten so, ne? Genau. Ich wollte ja unbedingt eine Bastuk-Abgasanlage hier drunter haben. Stimmt, ja. Aber beim Einkaufspreis von dem Auto von 350 Euro und dann Abgasanlage für 1000 Euro, war ich dann am Anfang so... Gut, ich meine, der Subwoofer hat mehr gekostet als das Auto. Macht wenig Sinn. Im Prinzip, Sinn. Egal was du hier machst, du steckst fast mehr rein. Der Radio hat auch schon fast mehr gekostet. Das hat auch irgendwie 300 gekostet. Ich weiß das, ich habe nämlich selber mal gekauft. Ach ja. So Leute, ich hoffe, euch hat die längst überfällige Folge gefallen. Junge.
Uns hat es riesig gefreut, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr bis zum Schluss geguckt habt. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wir freuen uns auf euch. Und ich will dann sagen, nächstes Auto ist entweder ganz groß oder ganz klein. Man weiß es noch nicht. Alles klar, bis dahin. Hört in die neue Podcast-Folge rein. Wir freuen uns aufs nächste Video. Und genau. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ne? Haut rein. Ciao, ciao. You are clear, but you're gonna